Epilog Champions der Herzen Teil 1. Rund 2 Monate waren vergangen, seitdem Aurora wieder mit ihrem Partner vereint war. Dinge hatten sich verändert seitdem, jedoch nur im Positiven. Es schien, als wäre wahrlich Frieden eingekehrt. Zeta hatte sein Gesicht erneut gezeigt, doch nicht als Feind, sondern als normaler Bewohner der Welt. Kels Beziehung könnte kaum besser verlaufen. Auch war Team Polar Navatra wieder zurückgekehrt zu alter Stärke. Epsilon war ihnen beigetreten, auch wenn sie bereits betont hatte, dass sie nur Teil Team Polar Navatras bleiben würde, bis sie Champions werden würden. Das war sie dem Team schuldig, so sagte sie. Team Nordica stand immer noch an der Ligaspitze, unverändert und nun noch schwerer zu stürzen, da Elementara aus der Situation mit Endynalos im Duell gegen Team Polar Navatra gelernt hatte und nun eine Klausel für unbewegliche Pokémon eingeführt hatte, welche ihnen nach 3 Minuten automatisch die Niederlage brachte, sollte der Kampf immer noch nicht zu Ende sein. Die Saison, welche nur wenige Tage nach der Wiedervereinigung begann, hatte das Team großteils ausgesetzt. Sie alle waren sich einig, ein Monat der Ruhe wäre sinnvoll und nötig. Sie hatten lediglich die ersten beiden Kämpfe gekämpft und gewonnen, so dass sie sich sicher sein konnten, dass sie nicht auf Platz 50 abschließen würden. Stattdessen hatte in der Saison ein bekanntes Team einen extremen Aufschwung gehabt. Team Radiance hatte sich als Tabellenplatz 1 bis ins Champion-Duell gekämpft, ohne auch nur einen Kampf in der gesamten Saison zu verlieren. Allerdings zeigte Team Nordica keine Sorge und siegte recht eindeutig. Und auch diese Saison wieder hatte sich Team Radiance auf Platz 1 der Tabelle gekämpft. Jedoch nicht ganz ohne Niederlage dieses Mal. Denn Platz 2 der Tabelle war Team Polar Navatra, welche auch dem Team um Shane eine Niederlage verpassen konnten. Allerdings verloren sie gegen Nummer 3 im Dreieck der Favoriten, Team Iron Fist, Platz 3 der Tabelle. An diesem Tag war nun das Turnier gekommen. Team Polar Navatra war bereits in Crowning versammelt, wartend auf die Bekanntgabe der Turnierklammer, aber auch auf das Erscheinen Ma Shadows. Wo bleibt ihr denn so lange? Wenn das so weitergeht, verpasst ihr die Anmeldung für die erste Runde. Er ist immerhin deinetwegen losgegangen. Außerdem sind wir auch so noch zu fünft. Auroras Aussage stimmte. Auch wenn es nicht war, als hätte Kel den Schatten extra noch einmal danach gefragt, loszugehen. Marcello sagte, dass er schnell genug eingekauft hätte. Auch wenn er seit dem Verlust seiner stärksten Plotkraft nicht mehr so schnell Schatten reisen kann, ist er doch eigentlich immer noch der Schnellste. Wenn du rechtzeitig Bescheid gesagt hättest, dann hätte ich dir gestern schon Schlafsamen mitbringen können. Wozu brauchst du die Dinger überhaupt noch? Die Stimme in deinem Kopf ist doch weg, oder? Oder stört jetzt der Virus? Monagoras Sorge war irgendwo berechtigt. Aber doch waren die eigentlichen Gründe simpler. Der Virus ist kein Problem. Ich glaube, er hat den Krieg aufgegeben und versucht nun einfach nicht auszusterben, indem er stumm vegetiert. Aber ehrlich gesagt, Epsilon formulierte, was Kel dachte. Rau wie eh und je. Der Haushund ist abhängig von dem Zeug. Ich musste monatelang diese Samen nehmen, um eine Chance auf Schlaf zu haben. Denkst du, ich könnte jetzt noch ohne sie ein Auge zu bekommen? Dafür bin ich's zu gewohnt. Etwas besorgt blickte Aurora Kel über ihre Schulter hinweg an. Trotzdem denke ich, dass du etwas machen solltest. Ist doch bestimmt nicht gesund, so zu leben. Kel lachte kurz auf. Bestimmt nicht. Aber ich mag nie wirklich ein Mensch gewesen sein, aber trotzdem fühlt es sich so an, als hätte ich schon viel Schlimmeres in mich reingepumpt. Aufs Stichwort. Hier sind deine Schlafsamen, Kel. Im perfekten Zeitpunkt kam der Schatten an, als auch gerade die Lautsprecher des Stadions erschallten. Der Turnierbaum des heutigen Turniers ist fertiggestellt.
In wenigen Momenten wird er auf dem Bildschirm der Arena zu sehen sein und kurz darauf im Eingang ausgehängt. Gebannt starrte Team Polanavatra auf den Bildschirm, als ein Teamname nach dem anderen den Turnierbaum füllte. Auf der linken Seite befand sich Team Radiance an erster Stelle, gefolgt von drei Teams, die Aurora wenig sagten. Auch Team Aralsa, Olangas Gruppe, welche knapp mit Platz 14 ins Turnier eingezogen waren, befanden sich dort. Team Polanavatra selber erschien an zweiter Stelle auf der rechten Seite, direkt über dem ihnen bekannten Team Inferno Sturm. Ihre ersten Gegner würden zunächst ein recht neues Team sein, ein Glücksfall für Polanavatra. Team Demonico waren als Platz 16 in dieses Turnier eingezogen, beinahe eher durch Glück als durch Talent. Sie waren auch bereits Gegner von Polanavatra während der Saison gewesen und der Kampf war nicht unbedingt spannend. Spannend konnte es allerdings schnell werden, so sah Aurora. Denn im Halbfinale konnte Polanavatra recht wahrscheinlich erneut auf Team Iron Fist im Duell zweier Favoriten treffen. Runde 1 begann bald für Team Polanavatra, nachdem Team Radiance und Team Aralsa beide ihre Duelle gewonnen und neue Gegner gefunden hatten. Team Demonico bestand aus drei Pokémon. Inteligen, Phanexis und Reshiram. Keine schwache Aufstellung, das war klar, doch umsonst kam man schließlich auch nicht in dieses Turnier. Zudem war mit zwei Feuer-Pokémon eine recht deutliche Schwäche zu sehen, auch wenn Team Polanavatra diese nur bedingt abdecken konnte. Gleichzeitig war auch Reshiram kein allzu starker Kämpfer, anders als man es erwarten könnte. Aurora hatte ihn letztes Mal bezwingen können, trotz eines deutlichen Typennachteils. Das Team, welches durch Epsilon in diesem Turnier zu 6 dastand, musste sich zunächst aussuchen, welcher der ihren in diesem Duell nicht mitmachen würde. Das Verfahren verlief simpel. Monagoras war gut gegen zwei der drei. Er blieb auf jeden Fall. Für Kell galt durch seine Steinangriffe Gleiches. Und gegen Inteligen hätte er Stromstoß, auch wenn Wasser gegen ihn stark war. Epsilon war stark gegen Phanexis. Zeraora gegen Inteligen. Machado konnte insgesamt mehr ausrichten als Aurora, somit setzte die Teamleiterin Runde 1 aus. Kell begann als erster Kämpfer Polanavatras. Diese Taktik ergab durchaus Sinn, da er gegen zwei von dreien stark wäre, Inteligen eventuell durch Stromstoß und Donnerzahn schlagen könnte und Monagoras zu wertvoll für den Start war. Und so begann Team Polanavatras erstes großes Duell des großen Turniers. Kell gegen Reshiram. Der große Drache begann die Schlacht damit, sich in Feuer einzuhüllen und den Boden zum Glühen zu bringen. Zwar mochte dies in manchen Fällen etwas bringen, gegen Kell kostete es aber im Prinzip nur Zeit. Dieser hingegen füllte sich den Ring mit seinen Felsen, bevor er begann, seine Agilität zu nutzen. Reshiram fiel mit über 300 Kilogramm unter die neueste Klausel, welche nach dem Finale zwischen Nordica und Polanavatra entstanden war. Kell musste somit nur 3 Minuten durchhalten, was mit seiner höheren Agilität als jene des Gegners ein einfaches werden sollte. Aber alleine zur Sicherheit hinterließ das Arcani Reshiram eine Paralyse, bevor das Ausweichen begann. Ein recht ereignisloser, einseitiger Kampf zu Beginn des Turniers. Sehr sicher hätte Kell auch ohne die Klausel gewonnen. Aber wozu mehr anstrengen als denn nötig? Somit war die hauptsächliche Überlegung nun, ob Monagoras oder Zeraora die nächste Runde übernahm. Einer von beiden wäre im Vorteil. Recht schnell fiel die Wahl allerdings auf Zeraora. Im Prinzip aus alleinigem Schätzen. Team Demonico würde vermutlich nicht beide Feuer-Pokémon direkt nutzen. So zumindest die Schätzung. Eine Schätzung, welche auch aufging und den Grundstein legte für einen dominanten ersten Sieg ohne jede Zweifel. Doch ehrlich gesagt, für die ersten zwei Runden war nichts anderes vorauszusehen gewesen als deutliche Siege. Dieses Turnier sollte ein Turnier des Favoritentrios werden. Vorher mussten sich nur noch die anderen Teams gegenseitig ausschalten und die Favoriten ihre Stellung beweisen. Zeraora gegen Inteligen war definitiv ein unterhaltsamerer Kampf als jener zuvor.
da sich hier zwei Mittelgewichte mit Höchstgeschwindigkeit begegneten. Alleine unterschieden sich die Angriffsdistanzen, welche bei Intelligent deutlich höher waren. Dafür war dieser völlig am Ende, sollte er in den Nahkampf geraten. Blöderweise war Seraora sowohl für Nah- als auch Fernkampf gewappnet. Auch er hatte trainiert und Neues gelernt. Ähnlich wie Monagoras mit seinem Feldspeer nutzte auch er nun eine Waffe. Epsilon hatte den Zweibeinern des Teams den Umgang mit dem Schwert als Expertin beigebracht. Und Seraoras Plasmaklinge wurde so zu einer gefährlichen Waffe seinerseits. Doch vor allem konnte diese, wenn der ehemalige Leiter Team Slash es wollte und eine Technik nutzte, Projektile reflektieren und elektrisieren. Wollte Intelligent also aus der Distanz schießen, würde er sich nur selber Stromgeschossen aussetzen. Rein theoretisch konnte er also nicht aus der Ferne angreifen. Aber von nahem auch nicht. Dementsprechend war das Ergebnis nahezu vorherbestimmt. Seraora hatte keine Probleme dabei, sich einen recht schnellen Sieg zu garantieren und damit den Weg zu einem nahezu sicheren Sieg zu ebnen. Zwar war Phaenixis vielleicht die stärkste Kämpferin des gegnerischen Teams, doch gegen Monagoras standen ihre Karten wirklich schlecht. Der T-Rex war seit dem Ende der Reise ebenfalls an sich gewachsen. Einerseits, da Epsilons Waffentraining auch ihm half, andererseits, da er an sich selbst gearbeitet hatte. Sein Kampfstil war gnadenloser geworden, bestrafte jeden Fehler brutalst, meist direkt mit der Niederlage. Seine Schwäche war immer noch jede Lage, in welcher er selber im Nachteil war. Und seine für ein Gesteins-Pokémon hohe, für andere Typen jedoch langsame Geschwindigkeit. Gerade in Trainingskämpfen gegen Seraora hatte es sich gezeigt. Monagoras konnte Probleme haben, Treffer zu landen. Doch der ehemalige Ligaleiter wusste, wie er damit umgehen musste. Er konnte nicht ändern, wer er war, doch er konnte das Beste aus der Schwäche machen. So trainierte er, damit jeder einzelne Treffer, den er traf, möglichst viel anrichtete. Jedoch, anders als vielleicht zu erwarten, stehlte er nicht seine Stärke. Stattdessen kämpfte der Drache nun bedachter. Jeder Angriff, welchen er nutzte, solange er nicht im Vorteil war, war schnell, doch schwach. Allen voran jedoch konnten sie alle in unzählige Kombinationen führen. Ein einzelner Treffer konnte nun inzwischen zu riesigen Kombos führen, was wahrlich ein Grund war, Monagoras zu fürchten. Gegen Phaenixis zeigte er auch auf, dass er sich den Ruf eines mächtigen Kämpfers verdiente. Ganz wie er sich erhofft hatte, als er dem Team beitrat, fand er sich im Duell wahrlich in seinem Element. Ihn zu beobachten war intensiv, auf die seltsamste Weise. So wenig Bewegung wie möglich versuchte Monagoras zu nutzen. Um Angriffen zu entgehen, nutzte er Felsen oder kleine Bewegungen. In sehr knappen Lagen schnelle Rollen. Hierbei behielt er immer den Gegner im Auge, jederzeit bereit, bei nur einer falschen Bewegung zuzuschlagen. Jedes Mal konnte man den Gegnern die Nervosität ansehen, da sie jederzeit bereit sein mussten, um einen Angriff zu entgehen. Doch die pure Ruhe, die schier endlose Geduld des Monagoras machte es so viel schwerer auszuweichen als früher, als der Drache zig Angriffe genutzt hatte. Gerade Projektile waren durch diese Taktik beliebt gegen den ehemaligen Leiter. Doch natürlich war ihm das klar und er entging den meisten von ihnen. Auch in diesem Kampf wurde er hauptsächlich von psychischer Energie beschossen, da sie beide wussten, Feuer machte dem Felsen nahezu nichts aus. Und jedes Mal, wenn Phaenixis auch nur Anstalten machte anzugreifen, wirkte Monagoras für einen Gegenschlag bereit, auch wenn dieser nie kam. Oder zumindest lange nicht. Denn irgendwann rutschte er dann doch unter einem Projektil hindurch und versuchte einen niedrigen Hieb mit seiner Felswaffe zu erzielen. Mit vollem Erfolg. Und seine Teamkollegen wussten, der Kampf war gewonnen. Phaenixis stürzte zu Boden, nun völlig offen für Angriffe. Monagoras warf seinen Felsspeer hoch in die Luft. Sekundenbruchteile später schlug seine Faust auf den Boden ein. Ein gewaltiger Magmastoß,
beförderte seine Gegnerin hoch in die Luft, mitten in den dahin geworfenen Felsen, welcher sie zurück in den Boden schickte, wo Monagoras bereits stand, um einen direkten Krallenhieb zu verpassen. Dieser schleuderte Phanexis in einen großen Fels, welchen Polanavatras Kämpfer in den Sekunden der Luftzeit kreiert hatte, welcher in kleine Steine zerbrach, welche in winzigen Explosionen Phanexis erneut in Richtung der Mitte sendeten. Und dort stand Monagoras wieder bereit, seine Waffe nun erneut bereit, um mit massivem Schwung einen Volltreffer zu landen. Sieg für Polanavatra.